Kinderwille, der suchende Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Finderwille, der suchende Podcast. Ich begrüße hier meine zwei Mitstreiter vom Finderwille Suchhundeausbildung Bergisches Land. Stellt euch mal vor. Hallo Rüdiger, hier ist der Olli, bin Trainer und Suchhundeausbilder bei Finderwille Bergisches Land. Hallo, ich bin die Katja und bin auch Suchhundeausbilder beim Finderwille Bergisches Land. Ja, wunderbar. Schön, dass ihr da seid und schön, dass wir uns ein bisschen unterhalten können über die Suchhundeausbildung. Was ist der Einstieg? Unser Einstieg ist eindeutig dieses Jahr 23, was hinter uns liegt und 24, was vor uns liegt. Und wir unterhalten uns einfach mal ein bisschen über die Neuerungen. Aber wir machen einen kleinen Rückblick und gehen nochmal zurück auf die Ehrungen, die wir hatten. Die waren cool, das hat mich gefreut. Es war sehr interessant zu gucken. Zu sehen bei Facebook, wer ist dabei, wer hat welche Auszeichnungen gekriegt. Waren viele dabei, die mich von Herzen tatsächlich berührt haben, wo ich gesagt habe, also die, das sind genau die richtigen für die Ehrung. Fand ich gut. Welche hat dich besonders beeinflusst oder berührt? Ja, ich sag mal, kann man tatsächlich gar nicht sagen. Das waren alle durchweg in ihren Kategorien passend einfach. Passend ausgewählt. Verdient, genau. Verdient ausgewählt. Ja. Ja, schön. Lasst uns einfach mal durchgehen. Also wir haben als erstes haben wir den Rookie des Jahres ausgezeichnet, in dem Fall eine Hündin, und zwar eine Australian Shepherd Hündin, die Stoica. Die Stoica wird geführt von Nicole Wösner, das ist Finderwille Hegau, und wir haben sie für ein sehr starkes Team im Start erkannt. Deshalb Rookie, Stoica, wunderbar. Junger Hund. Ihr kennt sie wahrscheinlich nur vom Video, oder? Ich habe Ruki tatsächlich nur auf dem Video gesehen bis jetzt. Die Nicole kenne ich natürlich persönlich von dem Stützpunkttreffen und so, aber den Hund habe ich tatsächlich bis jetzt erstmal nur auf dem Video gesehen. Ja, das kleine Teil macht schon Geruchsanzeigen und ist wirklich tipptopp und hat einen guten Start ins Mantrailer-Leben, würde ich sagen. Ja, das Schöne bei den Hunden ist ja, ich sag mal, dass sie im Prinzip von Anfang an ja schon Mantrailen. Das Gute ist, wir brauchen denen nichts Neues beizubringen. Deswegen mit einem vernünftigen Trainer und mit einer vernünftigen Ausbildung bringt man die Hunde halt noch ein bisschen weiter, als sie eh von Natur aus schon sind. Ja, wo wir gerade dabei sind, das Antrailen wird ja immer so als Highlight gesehen. Habt ihr damit je Probleme gehabt bei der Ausbildung? Also Antrailen, sag ich mal, machen wir tatsächlich ein bisschen anders als alle anderen. Dass die Hunde nicht wissen, was sie tun sollen oder so. Kann man nicht sehen. Empfinde ich nicht so. Ich sage mal, die Katja macht meistens das Untrailen bei uns mit den jungen Hunden. Deswegen vielleicht erzählst du was dazu. Also bis jetzt eigentlich keine Probleme. Das Einzige, was manche Hunde erstmal verstehen müssen oder verstehen dürfen, ist, dass sie ausnahmsweise mal vorlaufen dürfen, was sie im Alltag manchmal nicht sollen dürfen. Und dass da manchmal die Schwierigkeit entsteht, dass der Hund erstmal lernen muss, oh, heute darf ich führen, ich darf sogar ein bisschen ziehen. Und mancher Hundeführer hat erstmal so das große Fragezeichen dann über dem Kopf. Wirkt sich das jetzt auf meinen Alltag aus? Macht er das jetzt immer? Geht er jetzt immer vor? Und vergisst er alles? Und da kann man ganz klar sagen, nee, die Hunde sind nicht dumm. Die können das schon unterscheiden, was sie beim Trailen dürfen und was nicht. Ja, ist überraschend, wie die Hunde im Endeffekt ihren Job erkennen. Also das ist auch, was mir seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile ja schon auffällt. Die Hunde wissen, was sie tun und sie wissen auch, wann sie es tun dürfen. Also tatsächlich sehr spaßig. Wichtigst ist, glaube ich, die Freude am Ganzen. Wenn man die Hunde Hunde sein lässt und arbeiten lässt, haben wir alles richtig gemacht. Und unser Rookie Stoica ist da ein Paradebeispiel. Die hat einfach Spaß an der Suppe und macht einfach Freude zuzusehen. Nochmal vielen Dank, Nicole Wösner, für deine Stoica im Rennen bei der Taskforce. Zweite Auszeichnung ging dann einen Tag später ans Comeback des Jahres. Und das war für uns Sancho mit der Hundeführerin Katja Bergen. Ja, die Katja und Sancho, den kenne ich tatsächlich persönlich und live aus mehreren Trainings. Tolles Team. Die Katja ist eine tolle Persönlichkeit. Ich mag sie sehr, hat viel Ahnung, sehr viel Ahnung vom Trailen und von der Suchhundeausbildung. Sancho, ein toller Hund. Ich kann nichts Negatives sagen über Katja und Sancho. Also
macht immer wieder Spaß, die zu treffen, mit denen zusammen zu arbeiten, zusammen zu trainieren. Wie bei allen steht bei uns da auch der Spaß im Vordergrund und der kommt trotz aller Ernsthaftigkeit bei der Katja und Sancho auch nicht zu kurz. Also auch da passt einfach. Warum Comeback des Jahres hat sich eigentlich daraus ergeben, dass die Katja und ihr Mann Nachwuchs wollten und den auch jetzt haben und der Nico, ihr Sohnemann, schlicht und einfach die Katja eine Zeit lang eingenommen hat, um es mal ganz klar zu sagen. Ach, das ist ja komisch. Ja, also tatsächlich so ein Säugling und so, da muss sich gekümmert werden. Aber darüber hat Katja nie vergessen, den Kontakt zu Finderwille zu halten und hat jetzt wieder ja, einen schönen die Welle getroffen, sage ich mal, und ist wieder voll mit dabei und deshalb absolut verdientes Comeback des Jahres. Man darf nicht vergessen, dass Sancho nicht mehr der Jüngste, aber ein unfassbar wertvolles Team für uns. Das sehe ich genauso. Ja. Und das zeigt doch wieder, dass man, wenn man eine längere Pause hatte, es nicht verlernt. Ja, das sieht man bei den beiden eindeutig. Ich finde sogar, die sind besser geworden. Ja, eine gesunde Pause ist auch nie verkehrt. Ich habe es damals auch mal übertrieben. Bin 3-4 Mal die Woche zum Training gegangen und Baxter hat dann einfach irgendwann gesagt, so Alter, ich habe jetzt im Moment keinen Bock mehr, gib mir auch mal ein bisschen Ruhe. Das ist ja auch das Schöne, dass die Hunde uns einfach sagen, was sie brauchen, was sie wollen, wo sie Spaß dran haben. Man soll einfach auf seine Hunde hören und dann funktioniert das schon. Wie gesagt, und nach einem halben Jahr, ich glaube, ein halbes Jahr hatten wir Pause. Dreivierteljahr. Wir haben danach wieder angefangen, als wäre nichts gewesen, als hätten wir im Prinzip nie aufgehört. Ja, und entspannter wahrscheinlich. Ne? Ja. Der Druck ist raus und man kommt wieder lockerer ins Business, sage ich mal. Wir hatten jetzt mit dem Rookie des Jahres und dem Comeback des Jahres den jüngsten Hund und einer der ältesten Hunde und Hundeteams. Jetzt kommen wir, weil es geht um Taskforce-Auszeichnung. Taskforce ist unser Steckenpferd, weil da gehen wir tatsächlich in die Einsätze, suchen Menschen wie auch Tiere und da hat sich im letzten Jahr 2023 ein Team ganz besonders ausgezeichnet in den Einsätzen. Und das sind Petra Nitschke und Pebbles. Und sagt ihr mal, was ihr von den beiden so haltet. Ja, auch da, ich sag mal, Petra, das Problem, sag ich mal, bei den Taskforce-Einsätzen, beziehungsweise bei den Leuten, die von weiter weg kommen, die Petra kommt ja nur auch aus Frankfurt, man sieht sich nicht oft, muss man ganz klar sagen, zu den Leuten, die man öfters sieht und die bei uns in der Nähe sind, hat man halt eine andere Beziehung, eine andere Bindung als wie zu den Leuten, die man nicht so oft sieht. Aber trotz alledem, jedes Mal, wenn die Petra dabei ist, es macht Spaß, mit ihr zu arbeiten. Pebbles und auch Bo, super Hunde, kann man nicht anders sagen. Auch da muss ich leider sagen, das passt. Das passt. Ich arbeite mit der Petra gerne zusammen, auch wenn wir in den Einsätzen sind, da kommen immer konkrete Aussagen, da kommt nie, ich weiß nicht oder ich bin mir nicht sicher oder so. Selbst wenn sie sich nicht sicher ist, dann sagt es, das ist ehrlich und da kann man dann auch am meisten mit umgehen. Ich glaube, Ehrlichkeit ist nach dem Spaß das zweitwichtigste, mit den Suchhundeleuten da zu arbeiten. Also definitiv. Wenn man ganz klar sagen kann, in der ganzen Nachbearbeitung, wir bearbeiten ja jeden Einsatz, den wir haben, nochmal per Videokonferenz nach und versuchen nachzuvollziehen, was wir gut und was wir schlecht gemacht haben. Und da haben Petra, Pebbles und Bo aus dem Team, was aus dem Mainz ist, nicht Frankfurt. Ja gut, ist ja für einen Oberberger in derselben Gegend. haben die beiden in allen Einsätzen, wo sie waren und wo sie, haben sie geholfen, bei der Suche zu helfen, zu unterstützen und haben nie falsche Aussagen getroffen. Alles hat bisher gepasst. Unfassbare Trefferquote im Geruch auffinden, Geruch verfolgen. Wirklich grandios, deshalb absolut verdient, weil die Petra auch mit der Positivanzeige, mit der Geruchsanzeige am Start arbeitet. Ihre Nachwuchshündin Bo ist auf demselben Weg. Sie kann die Hunde einfach mega lesen. Ist eine wirklich ausgezeichnete Hundeführerin. Und nicht nur ausgezeichnet von uns, sondern wirklich ausgezeichnet, weil sie im Gesamten. Sie ist einfach sehr, sehr wertvoll für die Taskforce. Ich glaube, über Petra muss man auch eigentlich gar nicht mehr sagen, weil das ist einfach, ich glaube, ihr ist auch eher peinlich, dass wir sie so loben. Ja. Also da ist, glaube ich, ein bisschen drüber. Aber Petra, du darfst trotzdem dich geehrt fühlen. Wir haben einen ausgezeichneten Titelträger hier sogar sitzen, nämlich den Olli. Der Olli hat mit Baxter den Status Veteran erreicht und ist damit Veteran des Jahres 2023 Veteran-Team.
Ich frage jetzt einfach mal die Katja, warum kannst du es vorstellen? Warum wir uns für Olli und Bex entschieden haben? Also Baxter als Veteran, ja, Baxter ist ja jetzt auch schon etwas betagter. Und ich sag mal, er zeigt im täglichen Leben, zeigt er manches Zimperlein, wo er sagt so, ich kann nicht vernünftig laufen oder irgendwas. Aber im Einsatz ist er auf einmal wieder zwei. Dann arbeitet er und ist kaum zu stoppen eigentlich. Also wenn wir dann nicht sagen würden, so jetzt ist genug, Junge, dann wird er auch 8 Stunden unterwegs sein wollen. Ja, man muss tatsächlich gucken, dass man die Hunde da ein bisschen, auf Deutsch gesagt, reglementiert, dass man auch sehr aufpasst, weil denen macht das meiner Meinung nach so viel Spaß. Da kommt der eigene, sag ich mal, Körper kommt dann, glaube ich, zu kurz. Da muss man als Hundeführer muss man tatsächlich ein Gefühl dafür entwickeln, wie lange kann der Hund, wie weit kann der Hund, was kann ich ihm noch zumuten und was nicht. Und da habe ich mit Baxter, glaube ich, ein sehr gutes Mittelmaß gefunden, nachdem wir auch manches Mal, sag ich mal, die Grenze ein bisschen überschritten haben. Ja, den ein oder anderen Einsatz, wo er am nächsten Tag ruhen musste. Ja. Veteran verdient, weil Veteran bedeutet ja auch nicht unbedingt nur alt. Veteran bedeutet auch routiniert und erfahren. Ja? Also es ist ja nicht immer nur das jetzt das auslaufende Team, sondern das ist ein Team, was einfach wertvoll ist. Ja. Und Olli soll sich auch bitte geehrt fühlen. Ja. Ja gut, 11 Jahre Erfahrung, ne? Du trailst 11 Jahre mit Baxter. Ja. 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 Trotz alledem lernt nie aus. Jeder Einsatz und jedes Training. Eine neue Erkenntnis, einen Schritt weiter nach vorne. Manchmal gibt es halt auch Schritte. Ja, aber ihr wisst, ihr kennt mich, ich bin für Ehrungen nicht so. Man windet sich dann halt ein bisschen rum und eigentlich will man es nicht. Ist mir peinlich. Eigentlich ist das, was wir alle nur wollen. Wir wollen irgendwo hingehen, helfen, den Leuten helfen, egal ob der Hund weg ist oder was oder wer vermisst wird. Im Prinzip wollen wir nur helfen, ohne groß Aufsehen zu erregen. Ja, sehr witzig, weil tatsächlich hat der Bernd Quambusch, das ist unser 5. Titelträger, und zwar in der Kategorie Tiersuche, genau das Gleiche gesagt. Er tut es nicht für Auszeichnung, er geht nicht in die Suche für Anerkennung, sondern er geht in die Suche, um den Menschen und den Tieren zu helfen. Und das trifft es eigentlich am allerbesten. Ja. Der Bernd hat mittlerweile über 300 Einsätze gelaufen mit Pepper. Nicht in einem Jahr, sondern über den Laufe der Zeit. Ja. Und die Erfolgsquote von den beiden ist wirklich herausragend. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Auch das ist dem Bernd sehr peinlich eigentlich. Ich meine, Bernd kennen wir ja nur auch. Bernd auch ein super wertvoller Mensch. Toller Typ. Pepper, geiler Hund. Wie auch da, macht Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ne? Kann man nicht anders sagen. Also wir haben keinen, egal wer da jetzt bei den Auszeichnungen noch kommt, da ist keiner bei, wo ich sage, den mag ich nicht, kann ich nicht leiden oder sonst irgendwas. Natürlich habe ich zu dem einen oder anderen mehr oder weniger Bindung. Das ist ganz normal, wie überall im Leben. Aber durchweg kann man sagen, tolle Menschen, tolle Hunde. Also ich bin immer wieder begeistert über Bernds technisches Know-how, genauso wie der Einsatzwille ist einfach unfassbar. Also tatsächlich haben wir manchmal Angst um unseren Bernd, weil er tatsächlich an seine Grenzen oft geht, aber zum Glück können wir ihn mittlerweile einfangen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja. Und er hat so vielen Menschen geholfen, dass sie ihre Hunde und ihre Katzen und sonstiges wiederbekommen. Er ist auch einer von denen, die auch schon lebend gefunden haben, Menschen lebend gefunden haben. Unsere Einsätze laufen dank dem Bernd so geordnete Wege. Und die Kontakte, die der Bernd für uns erschaffen hat und das Netzwerk, was wir in der Taskforce haben, ist ein ganz großer Verdienst von Bernd. Das muss man ganz klar sagen. Die Pepper ist auch nicht mehr die Jüngste. Da müsste der Bernd vielleicht auch irgendwann mal für den Nachwuchs sorgen. Aber eins nach dem anderen. Ja. Ja. Aber das, bei Bernd kann man auch schön sehen, ich sag mal, dass nicht nur wir für andere da sind, sondern wir sind auch untereinander füreinander da, wenn mal irgendwas ist, wenn einer Probleme hat oder so. Das finde ich halt auch bei Finderwille das Schöne. Ja, irgendwann wurde mal der Begriff geprägt, Finderwille Familie. Und wir benutzen ihn nicht mehr so häufig, aber tatsächlich, glaube ich, hat das eine Grundlage. Ja. Das trifft es ziemlich gut. Wir haben eine Auszeichnung vergeben, 23, für die Forschung. Und da gab es keinen, also da war es nicht schwierig. Also
Uli. Ja. Uli Mann. Und die Dorothee. Und Dorothee. Und die Elke Krummrei. Ja. Sind quasi der Stützpunkt Finderwille Schwäbisch Hall. Und ich habe selten Leute so gute Fragen stellen und beantworten hören wie die beiden, wie die drei. Ja. Ja. Die Mangs sind einfach, die wollen es einfach wissen. Und wissen wollen bedeutet forschen und forschen bedeutet herausfinden und selber erfahren. Und diese eigenen Erfahrungen, die man da macht, die sind unersetzlich. Also es macht einfach unglaublichen Spaß, mit den dreien Experimente zu kreieren und auszuführen. Ja, also ich sag mal, Uli mit seinem Mikroskop beim letzten Stützpunkttreffen, was wir da alle herausgefunden haben, sag mal, alleine sich wirklich vorzustellen, die Großpartikel, sag ich mal, die wir suchen, oder was war das, die Bakterien oder Hautschuppen, oder Hautschuppen 50 mal kleiner wie ein Sandkorn. Sag mal, wir bewegen uns da in einem Bereich, die eigentlich für den menschlichen Kopf nicht wirklich fassbar sind. Und Uli hat wirklich einen guten Weg gefunden, auch uns das zu erklären, einfach uns bildlich darzustellen. Ja, und diese gemeinsame Forschungswille, ne? So dieses, wir nehmen es nicht einfach hin. Also dieses, das ist halt so, glaube ich. Das war schon immer so. Das Finderwille DNA, wir wollen wissen, warum es so ist. Ja. Und da gibt es noch viel zu tun und wir werden viel tun. Vor allen Dingen, wir wollen ja auch wissen, warum es jetzt nicht funktioniert. Ne? Warum einfach? Das Wissen, ich sag mal, nicht nur den Spaß wieder mit den Hunden zu haben, sondern tatsächlich auch die Ernsthaftigkeit dahinter nicht zu sehen und die gesamte, sag ich mal, Suche und Ausbildung irgendwo weiterzubringen. Ja, tatsächlich macht es ja auch Spaß, sich nicht nur darauf zu verlassen. Wir haben gehört oder wir haben gelesen, das soll so sein. Nee, wir probieren es ja aus. Genau. Und da ist kindliche Neugier bei und mit Bubbles, mit Rauch zu experimentieren, macht ja auch unglaublich viel Spaß. Da ist ja, Bubbles, wir haben ja auch mit Feuer erfahren. Ja, mit Feuer haben wir auch erfahren. War eine ganz schön heiße Sache. Ja, und manche sind auch verpackt worden, um Geruch verschwinden zu lassen. Oh ja, das war auch sehr witzig. Also wir haben schon, also wer da Interesse hat, kann gerne mal nachfragen, was wir alles so betrieben haben. Ja, im Bereich der Forschung. Ja, sehr, sehr spannend. Und wir werden auch in nächster Zeit das ein oder andere Mal veröffentlichen. Oh ja. Eine Herzensangelegenheit und wirklich eine der größten Herzensangelegenheiten auch für mich persönlich war eine Auszeichnung. Das war die 7. Auszeichnung. Ich mag die Zahl 7, werdet ihr auch bei dem Suchspiel festgestellt haben. Ist die Gastgeber des Jahres. Und das sind schon seit Jahren die Gastgeber des Jahres. Und es war mir unfassbar wichtig. Die Familie Zacherl, Elisabeth und Fritz sind ja einmalig. Also in Garmisch zu sein, erstens ist Garmisch-Partenkirchen einer der schönsten Orte in Deutschland. Das ist unfassbar. Und dann haben wir da auch noch die perfekten Gastgeber mit dem Herz am rechten Fleck. Man fühlt sich sofort zu Hause, man ist sofort zu Hause angekommen. Wie du schon gesagt hast, Herz auf dem richtigen Fleck. Man kann über alles mit Fritz und Elisabeth reden, selbst wenn man abseits, sag ich mal, von Finderwille oder von der Such- und Ausbildung irgendwas hat. Haben immer ein offenes Ohr für einen, sind immer da, auch telefonisch immer zu erreichen. Stehe ich vollstens dahinter mit Basis und Auszeichnung und Gastgeber des Jahres. Also. Ja, der Fritz hat, glaube ich, die meiste Erfahrung, was Einsätze angeht, weil er Leitstellen betrieben hat, 3 Leitstellen in der Gegend von Garmisch und Umgebung. Ist einfach einsatzerfahrener Mensch und die Rettungshundearbeit hat ihn dann spät erwischt, aber sie hat ihn erwischt, und zwar in der Rente. Aber er unterstützt uns, wo er nur kann und weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, funktionierende Suche zu kreieren. Und mit Hund nochmal eine Spur schwieriger, aber der Fritz ist da voll bei uns. Und das macht eigentlich am meisten Spaß. Hat so ein erfahrener Mann, so eine Koryphäe in der Rettung, uns da so unterstützt. Nochmal vielen Dank, Fritz. Ja, und er gibt uns halt auch Einblicke, sag ich mal, die wir nicht so haben. Mal abseits von den Hunden hat er ja wahnsinnig viel Erfahrung, die uns dann auch im Prinzip hilft. Wenn wir dann mal fragen, ja, warum war das jetzt so und so, dann kann der Fritz auch sagen, ja, das ist doch ganz klar, die machen das. Das ist so der Ablauf von einem Einsatz, das ist ganz normal, dass man auch da vom Fritz, sag ich mal, Hintergrundwissen bekommt. Ja, das ist absolut perfekt. Gut, damit haben wir das Jahr 2023 im Endeffekt abgeschlossen. Wir hatten wunderschöne Seminare, wir hatten Trainerausbildungen,
Wir haben geforscht, experimentiert, wir haben in großen Städten und kleinen Dörfern getrailt, von den Alpen bis zur Elbe. Wir haben alles gesehen, was 2023 hergegeben hat. Wir waren halt nur nicht so präsent, was Internet und Co. anging. Und das wollen wir jetzt aufholen. Ja, ja, aber ich muss sagen, mir macht es mit dem Podcast, macht mir unheimlich Spaß, sich zu unterhalten. Einfach mal die vergangenen Zeiten oder die vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und euch einen Ausblick zu geben auf das, was noch kommt und euch einfach mal, sag ich mal, an den Insights ein bisschen teilhaben zu lassen. Ja, also so wie wir jetzt hier zusammensitzen, sitzen wir hier und da mal zusammen und reden genau das, was wir gerade reden. Wir haben uns überlegt, warum ist so Content so wichtig? Also dieser Begriff ist schon, der geht einem schwer über die Lippen, genauso wie Influencer. Also mir persönlich, ich bin jetzt nur über 50 und tatsächlich ist das eine andere Welt. Aber wir wollen die Welt nutzen und euch und alle anderen auf Stand bringen. Das ist der Plan. Ja. Influencer und Content war für mich alles, die haben keinen vernünftigen Job. Die machen halt. Wenn man sich aber jetzt so ein bisschen tatsächlich damit beschäftigt, steckt viel Arbeit dahinter und teilweise muss man echt seinen Hut ziehen vor den Influencern, wo man früher gesagt hat, ja, das ist eine Krankheit. Nein, die stecken da viel Arbeit rein, teilweise mehr Arbeit als ein 40-Stunden-Job in der Woche und vollsten Respekt davor. Ja, absolut. Ein Video ist nicht mal eben gemacht. Das ist schon echt Arbeit. Ja, das haben wir festgestellt, weil wir wollten mal kurz und ganz simpel erklären, wie Mantrailing so funktioniert oder was Mantrailing überhaupt ist. Also wir haben da schon 2 komplette Tage investiert, inklusive Intro, Fotos, Musik, Begleitung und Leitfaden, sage ich mal, weil da bei dem Video einfach nur quatschen, so wie jetzt. Nee, geht nicht. Geht nicht, weil wir sehen auch nicht immer gut aus und das Licht ist nicht immer geil und wie sind wir drauf gekommen? Also die Frage war halt, wie kann man wirklich auch Kinder mit an Bord holen? Wie kann man der Jugendfeuerwehr zum Beispiel auf simpelste Art und Weise erklären, was so ein Mantrailer ist? Ja. Und wir haben uns einfach tatsächlich auf das Niveau begeben, so simpel wie möglich. Ja. Auch das hat super viel Spaß gemacht, weil ich sag mal, man muss ja auch irgendwo sehen, dass der Nachwuchs dazu kommt. Ich sag mal, alle Freiwilligen, wie heißt das? Ehrenamtler. Alle Ehrenamtler haben im Prinzip das Problem der Nachwuchssorgen. Keiner will es mehr machen. Irgendwo kann ich es auch verstehen. Man wird in der Öffentlichkeit wird man schief angeguckt. Auch bei uns passiert es ja teilweise. Warum bellt jetzt dein Hund da rum? Warum musst du unbedingt bei mir vor der Haustür trainieren? Schade ist tatsächlich, dass man nur sich die negativen Sachen merkt, weil wir haben so viele tolle und positive Erlebnisse im Training, wo wir wirklich nur jedem sagen können, kommt einfach mal dazu, macht mal mit, habt Spaß mit eurem Hund, erlebt mal das, was wir erleben. Ja, und vielleicht auch nicht so wissenschaftlich. Also klar haben wir viel mehr Hintergrundwissen und könnten da einen ellenlangen Vortrag halten, wie der Hund da sucht und welchen Geruch und wie genau und wie viele Gerüche der Hund wahrnehmen kann, aber darum geht es ja gar nicht. Wir wollten einfach ganz simpel erklären, wenn Oma Erna weg ist, gibt es da Möglichkeiten, Oma Erna wiederzufinden? Ja. Und die Frage, die wir immer wieder von Passanten gestellt kriegen, und das kann wirklich jeder Hund? Ja. Und meiner kann das auch? Ja. Und der sucht nicht nur Leckerchen? Nein. Und auch nicht nur ein Dummy. Der kann viel, viel mehr. Und das wollten wir eben damit klarstellen oder erklären. Auch für, ich sag mal, für Ersthundebesitzer, die sich nach einer Beschäftigung für ihren Hund umgucken. Und einfach nur logisch und leicht erklären, was Mantrailing überhaupt ist. Ja, und das, glaube ich, hat ganz gut funktioniert. Also tatsächlich bei Facebook, Instagram und TikTok, was für uns eine ganz neue Welt ist, ist tatsächlich Interesse da. Sagen wir es mal so. Und wir werden da weitermachen. Wir werden weiter Fragen betreiben. Ja. Also ganz simpel, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns die Fragen auch stellen und wir versuchen sie dann mit einem Video oder mit Bildern oder sonst irgendwie zu erklären, anschaulich zu machen für euch. Ja. Also keine Hemmungen, auch kommentieren ist gerne gesehen, weil damit können wir arbeiten, weil welche Fragen da sind, wissen wir ja nicht immer unbedingt. Wir denken, muss von euch kommen.
Ja, wir können uns nicht alles ausdenken. Also, ihr seid auch mit im Boot. Ja, was hatten wir noch? Wir haben zwei Fotoserien geschossen, die gar nicht so simpel waren. Da ging es ums Outfit. Und tatsächlich ist es auch eine Frage, die hier und da mal im Training von Neukunden, auch von Altkunden und von Leuten, die mit uns auch in der Taskforce trailen und so weiter, warum man zum Beispiel Leuchtkleidung oder so trägt. Aber wir haben es ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ach was? Nein. Wieso das denn? Tatsächlich geht uns nicht darum, dass wir im Mittelpunkt stehen oder wir auffallen, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir, sag ich mal, für andere Leute sichtbar sind im Straßenverkehr. Wir arbeiten im öffentlichen Raum oder mit unseren Hunden auch über die Winterzeit im Dunkeln, und da ist halt tatsächlich einfach wichtig, dass man gesehen wird. Und dann ist halt so eine Leuchtkleidung oder ein Leuchti für den Hund und was wir alle so gezeigt haben, ist da definitiv wichtig. Ich sag mal, wir fahren alle früh morgens zur Arbeit, da laufen mir teilweise die Schulkinder unbeleuchtet vor dem Auto rum und man sieht sie erst im letzten Moment. Das finde ich furchtbar, und dafür ist halt Ausrüstung für uns halt auch wichtig, einfach. Überlebenswichtig. Überlebenswichtig, genau. Katja, du warst ja unser Model. Ja. Ja. Wir haben das jetzt gerade vor kurzem gemacht, also es war leicht kühl, oder? Es waren gefühlt minus 4 Grad, ja. Es war leicht kalt. Also im Kleidchen war es kalt und in den Originalklamotten? War es echt muckelig warm. ja. Doch, also lustig waren tatsächlich die Gesichter der vorbeilaufenden Menschen, die sich gefragt haben, was macht die denn da? Ja, Mantrailer konnte es ja nicht sein, mit Kleidchen und mit Schlappen und mit einer Flexileine. Ja, also am Schäferhund. Ja. Die benutze ich auch sonst nie. Nein. Nein. Die ist irgendwann im Auto aufgefunden worden. Die muss vom Vorbesitzer sein. Nein, also vernünftige Kleidung ist schon wichtig. Ich würde nie auf die Idee kommen, mit dem Hund mit Schlappen rumzulaufen. Auch beim Gassigehen nicht. Einfach Sicherheitsaspekt. Gerade bei einem etwas größeren Hund. Ja. Aber auch mit Baxter, der eigentlich langsamer unterwegs ist, gehe ich nicht mit Schlappen. Also, und definitiv nicht beim Trailen, weil ich weiß nie, welches Gelände mich erwartet, wenn ich zum Training fahre. Und da kann ich nicht im Kleidchen und mit Birkenstock rumlaufen. Ja, und Schutz ist ja auch wichtig. Also wir müssen es nicht übertreiben mit Helm und Brille und sonstigem in der Kölner Innenstadt. Aber angemessen. Aber es muss wirklich angemessen sein. Und, es müssen auch keine S3-Schuhe sein. Nein. Nein. Festes Schuhwerk fest. Und bequem wäre auch gut. Ja, bequem ist tatsächlich ein ganz wichtiges Wort, weil man muss sich auch in den Sachen, die man trägt, muss man sich wohlfühlen. Man darf, sagen wir mal, Mantrailing oder die Suchhundearbeit ist vom Kopf her tatsächlich auch so anspruchsvoll, dass man den Kopf nicht für andere Sachen gebrauchen muss. Das muss alles, sag ich mal, im Fluss sein. Ich muss mir keine Sorgen machen, stolper ich jetzt oder rutsche ich im Winter oder irgendwas, sondern ich muss mit dem Kopf wirklich beim Hund sein. Deswegen müssen auch die Klamotten, die müssen passen. Da muss ich mich drin wohlfühlen, einfach wie bei allem anderen auch. Und es darf mich nichts stören. Die rutschende Tasche oder die rutschende Hose oder irgendwas lenkt mich alles ab und ich habe die Augen nicht mehr beim Hund. Ja. Ja, also Outfit kann man, glaube ich, sich, da gibt es bestimmt auch viele Meinungen zu, und die Meinung könnt ihr gerne kundtun. Wir hören gerne zu und wir argumentieren auch gerne, warum wir die eine Sache tun, warum wir die andere Sache nicht tun. Ja. Ist aber jetzt, glaube ich, würde hier den Rahmen sprengen. Ja, aber Outfit hat sehr viel Aufsehen erregt und ist ordentlich viral gegangen. Ja. deshalb ein schönes Thema. Aber ich glaube tatsächlich, deshalb ein schönes Thema, weil es halt jeder erlebt, ob man als Trainer oder als Mittrailender irgendwo steht und jemand wirklich in den Birkenstocks oder sonst irgendwas kommt oder am besten auch aus dem Büro in den hochhackigen, also die Jungs. Natürlich. Natürlich. Ja, ich komme ja aus dem Kölner Raum. Nein, ganz wichtig ist tatsächlich, dass man sich damit man sicher und sich wohlfühlt beim Trailen, weil das merkt der Hund ja auch, wenn wir unsicher werden, wird der Hund unsicher. Ja. Wir dürfen nie vergessen, unsere Hunde spiegeln uns ganz ordentlich. Oh ja. Gut, das Outfit können wir, glaube ich, eröffnen wir einfach mal eine Diskussionsrunde. Ja. Könnt ihr gerne mal kommentieren bei Facebook und Co. Die Bilder werdet ihr finden bei Finderwille, Odorologie,
Und ja, gebt uns eure Meinung. Ja. Das hätten wir gerne. Ja. Positiv wie negativ, wir sind da wirklich sehr neutral. Wir sind also liberal. Ja, die Sachen, worüber wir reden, sag ich mal, sind ja nur tatsächlich die Sachen, die wir selber festgestellt haben. Das ist ja nicht, dass wir jetzt sagen, das muss so, sondern wir kommen damit gut klar. Ich glaube, das passt so insgesamt auch auf unsere Ausbildung, auf alles. Wir machen Dinge, die machen andere eben nicht, aber wir machen sie, weil sie uns weitergeholfen haben. Ja. Und irgendwo gibt uns ja auch der Erfolg in den Einsätzen so recht, aber es bedeutet ja nicht, dass wir alles richtig machen. Wir sind auf dem Weg und ich glaube, solange man denkt, man wäre noch nicht fertig und man muss noch dazulernen, ist man auf dem richtigen Weg. Wenn man glaubt, man ist fertig und weiß schon alles, sollte man nochmal sich selber reflektieren. Ja, oder dann hörst du am besten auf, dann habe ich gestern noch einer Kundin gesagt, auch als Trainer, wenn du sagst, ich weiß alles und ich kenne mich überall, ich kenne mich mit allem aus, ich weiß, wie der Hase läuft, dann hör besser auf. Der hoppelt. Okay. Wir würden euch auch gerne noch eine Vorschau geben aufs Jahr. Also es werden in nächster Zeit werden natürlich Termine kommen für die Finderwille Odorologie. Genauso gibt es regelmäßig Termine von den Trainingsgruppen von Finderwille Bergisches Land, wie auch von Mainz, allen anderen, überall. Frankfurt und alles, was so zur Finderwille dazugehört. Checkt einfach ab und zu mal Facebook und checkt die Termine und wenn ihr Lust habt, kommt einfach vorbei. Wir sind da offen für alles. Ja. Es wird niemand ausgeschlossen. Es gibt auch keine Blicke zurück in der Zeit, sondern der kommt und mit uns arbeiten möchte und sich das Ganze anschauen möchte, kann immer. Herzlich eingeladen. Immer. Ja. Eine Vorschau auf Schottland wollten wir gerne noch geben. Ja, jetzt im kalten Januar an Schottland zu denken, ist viel angenehmer, wenn man bedenkt, dass Schottland dann im Sommer 2024 stattfindet. Ja, die Idee ist schlicht und einfach. Mentrailing kommt aus Schottland. Wir haben es in Schottland gelernt. Finderwille hat viel Grundlage bei Tom Middlemass und die NSADA, die National Search and Rescue Dog Association. Und es wird Zeit, in die Heimat des Mentrailing zurückzukehren. Und ich glaube, Schottland ist da ist einfach sensationell. Und wir werden da viel Spaß haben. Ich denke, was habt ihr als erstes gedacht, als ihr gelesen habt? Es geht nach Schottland. Geil, wäre ich gerne dabei, aber leider haben wir da keine Zeit. Das ist halt auch maßgeblich. Ich sag mal, wir verdienen unser Geld hauptberuflich mit anderen Jobs, wie jeder andere auch. Und da muss man halt auch die Zeit dafür haben. Und uns fehlt leider Schottland. Also definitiv sind wir dabei, wenn es nächstes Jahr nochmal nach Schottland geht, wenn der Termin passt und alles andere. Die Rahmenumstände müssen halt passen, wie bei allem anderen auch. Und die passen halt leider dieses Jahr nicht. Trotz alledem wären wir wirklich sehr gerne dabei, aber wir werden auf jeden Fall Bilder und Facebook verfolgen, dass wir halbwegs sagen können, wir waren zumindest online oder viral ein bisschen mit dabei. In Gedanken waren wir auf jeden Fall da. Ja, in Gedanken sind wir auf jeden Fall da. Sind wir öfters dabei, als man denken kann. Ja. Also wir den das ist so wie ein Mentrail-Urlaub, so wie wir sie schon seit Jahren, seit 2015 veranstalten. Wir treffen uns am ersten Treffpunkt und ab da wird es schön flexibel. Der Treffpunkt 1 ist Edinburgh. Wer Hotels und Pensionen buchen möchte, kann über den Weg mit uns mitreisen. Wir werden eine Rundreise durch Schottland machen, an die schönen Orte in Schottland wie Oban oder halt auch Loch Ness, logischerweise. Wir haben ja unsere kleinen Seemonster auch dabei, die Schäferhunde. Das heißt, wir werden uns da umsehen, aber genauso gut kann man auch mit Wohnmobil mitkommen oder als Camper oder sonst irgendwas. Wir werden immer Lösungen finden für alle, die gerne teilnehmen möchten. Was interessant wird, ist einfach, wir sind da, wo Momentrailing herkommt und Schottland ist einfach einzigartig. Deshalb, ihr seid recht herzlich eingeladen, mitzukommen nach Schottland. Ja. Ja, ansonsten glaube ich, ist unser erster Podcast und das ist tatsächlich unser allererster. Ja. Damit durch und wir verabschieden uns und sagen einfach Tschüss. Ja. Ja. Wäre schön, euch mal persönlich kennenzulernen. Kommt mal beim Training vorbei, wie der Rüdiger schon gesagt hat. Wir sind für alles offen. Wir sind gar nicht so. Wir sind nicht so, wie andere sagen. Nein. Ja, der zweite Podcast wird garantiert folgen. Verfolgt uns, damit wir euch bei Laune halten. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss.